hoch. Das Ende ist gekommen. Vom 27. bis zum 31. August fand auf speziellen Servern ein besonderes Free Weekend Event in Ark statt. Und zwar das Extinction Level Event. Ein Asteroid rast auf die Welt zu. Ich habe auch einfach mal ein bisschen auf so einem Server gespielt. Ich habe mir da so einen kleinen Tower gebaut mit so ein paar Weltuntergangsnachrichten auf Englisch, weil es ist ein internationaler Server gewesen. In der Ankündigung hieß es nämlich, dass am Ende dieses Events der Asteroid auch wirklich einschlagen würde. Und da habe ich mir gedacht, ja, das könnte man sich natürlich mal angucken. Auf diesen Servern war der Asteroid tatsächlich auch am Himmel zu sehen, wie er gerade den Mond getroffen hat. Ja, das fand ich ziemlich cool und beeindruckend gemacht. Das war ein echtes Objekt am Himmel gewesen. Und ich habe natürlich sofort die Zeichen des Untergangs gedeutet. Die Tiere und die Natur, die spüren das zuerst, dass es mit der Welt zu Ende geht. Ja, wir sehen hier zum Beispiel einen Para, der total ausgerastet ist. Oder auch die Vegetation, die Bäume, die haben auch angefangen, wie wild den Asteroiden anzubeten. Ich habe, wie gesagt, so einen kleinen Turm zu seiner Verehrung gebaut, ja, habe mich dann da so ganz in Ruhe hochbewegt. Die Betonung liegt hier ganz klar auf in Ruhe, denn wie wir hier schon sehen können, ja, das sind sehr, 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 sehr viele Stufen bis da hoch. Ich dachte mir, wenn schon Weltuntergang, dann wenigstens mit einem guten Ausblick. Ja, im Prinzip würde ich das genauso machen, wie wenn in echt auch die Welt untergehen würde. Ich würde versuchen, noch ein gutes Bild draus zu machen. Das sieht dann vielleicht keiner mehr, wenn die Welt untergegangen ist, aber ist eigentlich auch egal. Hauptsache, ich habe meinen Spaß dabei. Und dann rückte er näher, der Moment des endgültigen Endes. Um 5.59 Uhr sollte das Ganze dann passieren. Hat sich letztendlich dann aber um eine ganze Stunde verzögert und alle haben sich gefragt, was wird wohl passieren, was wird wohl passieren? Wie wird dieser Weltuntergang aussehen? Ja, und am Ende war es dann doch nur eine Servernachricht. Einige haben sich dann in Foren darüber beschwert, von wegen, ja, das wurde doch angekündigt, dass der Asteroid einschlägt, was fällt denen eigentlich ein? Einer meinte, das fand ich sehr lustig, der meinte, Hauptsache der Untergang der Erde endet nicht auch mit einer simplen Servernachricht. Muss ganz ehrlich sagen, nach der Ankündigung hatte ich mir auch ein bisschen was, sag mal, Spektakuläreres vorgestellt. Zum Beispiel sowas hier.